Ich möchte einmal noch kurz mit uns beten und dann geht es auch los mit dem Thema. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir auf dich blicken dürfen und dass du groß und wunderbar bist und dass du uns trotzdem, du so groß bist, klare Menschen vor Augen stellst, auch Menschen als Vorbilder. Bitte mach doch, dass wir heute wirklich aus deinem Wort lernen können, wie du bist, auch Gutes über uns selber lernen können, wie wir näher zu dir kommen. Und gib uns bitte jetzt auch nochmal Konzentration an diesem Abend. Amen. Amen. Gut, ich glaube, damit geht's los. Zum Einstieg, das ist wichtig für alle, die hier sind und auch für diejenigen, die online jetzt dabei sind. Es gibt ein Handout. Und zwar für die, die hier sind, liegt das hier vorne. Wir kriegen das bestimmt irgendwie verteilt. Und für diejenigen, die online mit dabei sind, findet ihr das in dem Link in der Description und könnt euch das runterladen. Ist ganz basal, ja, es soll euch nicht ablenken, sondern es soll euch hinlenken, dazu mit zuzuhören. Und wir setzen uns heute mit einem sehr positiven Thema auseinander, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht negativ klingt. Raus aus der Krise, lernen von Esra. Dann könnte man sagen, ah, bisschen negativ klingt es doch. Und dann kann man dagegen halten und sagen, ja, aber dieses Thema heute ist wirklich für jeden Menschen relevant. Warum? Weil jeder Mensch früher oder später in seinem Leben in einer Krise steckt. Richtig, ihr habt es natürlich alle schon gewusst, Krise kommt von dem griechischen Wort Krisis. Und das bedeutet, vielleicht weiß das sogar jemand von euch, weiß jemand, was Krisis bedeutet? Oder Krisis eher ausgesprochen? Also eigentlich ist eine Krise nichts Schlechtes, sondern an sich erstmal nur ein Wendepunkt. Ja, also da oben und dann geht es in die andere Richtung. Und im deutschen Sprachgebrauch hat das aber einen sehr stark negativen Beigeschmack. Eine Krise ist, oder eine Krise ist nicht einfach eine Wendung von links nach rechts, sondern es ist so, dass etwas, was vorher besser war, danach schlechter ist. Und ganz grob betrachtet gibt es laut Duden zwei Arten von Krisen. Wenn wir in unser Leben gucken, gibt es wahrscheinlich mehr Arten von Krisen, aber ganz grob könnte man sagen, es gibt zwei Krisen, nämlich einmal persönliche Krisen, das heißt, nur du allein hast dieses Problem, und es gibt überpersönliche Krise, das heißt, du hast das gleiche Problem mit anderen zusammen. Dieses Thema wird dir heute Folgendes mitgeben können. Oder besser zuerst, was es dir nicht mitgeben kann. Es wird dir kein Allheilmittel geben, wie du durch sämtliche Krisen in deinem Leben durchkommst. Aber was es kann, ist, dass es dir einen Lebensentwurf aufzeigt, der dir helfen wird, durch alle Krisen und auch durch die schlimmste hindurchzukommen, weil die Kraft im Letzten nicht aus dir kommt, sondern von Gott. Und ich kann euch jetzt nicht hinter die Stirne schauen. Ja, ich weiß nicht, wer von euch gerade in einer persönlichen Krise drinsteckt oder nicht. Von hier aus gesehen seht ihr eigentlich alle ganz gut aus, so als ob ihr nicht in der Krise wärt. Aber who knows, die Leute an dem Bildschirm kann ich nicht anschauen. Also insofern kann man sagen, wenn ihr gerade nicht in der Krise drinstecken solltet, warum solltet ihr jetzt hier zuhören? Die Antwort könnte sein, dass wir uns allgemein in einer Krise befinden, nämlich in der Corona-Krise. Woran kann man das sehen? Man kann das zum einen daran sehen, dass der nationale Krisenfall noch immer ausgerufen ist. Wer hat das gesagt? Nicht ich, sondern unsere Parlamente haben das beschlossen. Und deshalb gibt es eben bestimmte Änderungen. Ja, das ist wichtig, sich das einfach nochmal vor Augen zu halten. Wir sind offiziell zurzeit noch in einer Krise. Es ist nicht normal, dass die Freiheitsrechte stark eingeschränkt werden. Also auch wenn wir uns schon daran gewöhnt haben, ist eigentlich nicht normal, dass euch jemand anderes vorschreiben kann, wie viele Leute sich auf eurem Grundstück befinden dürfen zu einer Zeit. Es ist eigentlich auch nicht normal, dass mit 3G kontrolliert wird. Und es ist eigentlich auch nicht normal, dass ein Restaurant euch sagen kann, nee, ihr kommt hier nicht rein, bevor ihr uns zeigt, dass ihr einen bestimmten medizinischen Eingriff über euch habt ergehen lassen oder bestimmte Werte ausweist. Ja, das heißt, also derzeitig sind wir wirklich offiziell in einer Krise mit vielen Dingen, die nicht normal sind. Es ist auch nicht normal, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man nicht eine bestimmte Impfung hat vornehmen lassen, was übrigens das gute Recht ist von jedem. Ja, das ist alles nicht normal, das ist alles Krise. Es geht aber auch noch weiter. Deutschland steckt auch wirtschaftlich in einer, ich würde nicht sagen unbedingt Krise, aber doch einer nicht ganz so leichten Phase.
Woran können wir das sehen? Wenn man mit verschiedenen Leuten spricht, aus verschiedenen Branchen, dann sieht man das, dass einige Branchen davon stark betroffen sind. Ich habe heute mit einer Unternehmerin gesprochen, die hat so ein kleines Unternehmen im Bereich Druckerzeugnisse. Die hat gesagt, hier in der Stadt sind erstmal ein paar andere weggebrochen. Sie haben es gerade so überlegt. Oder sprecht mal mit Leuten aus der Gastronomie. Die werden euch sagen, Krise. Aber diese beiden Krisen sind nicht das Schlimmste. Sondern das Schlimmste, was wir an Krise haben zurzeit, ist eine, ich würde sagen, ethische Krise, eine Krise des Bewusstseins. Woran sehen wir das? Tausende Abtreibungen pro Tag. Immer mehr Menschen und vor allem auch immer mehr Kinder mit psychischen Auffälligkeiten. Immer mehr Leid durch zerbrochene Familienverhältnisse. Wir sind derzeit in einer Krise. Und hier stellt sich die Frage, was gibt uns in dieser Situation Hoffnung? Und ich möchte euch heute mitnehmen zu einer Situation und zu einem Helden, der uns Hoffnung geben kann. Und es ist ein ganz unspektakulärer Held. Ja, wenn ihr zurückdenkt an die Zeiten eures Kindergottesdienstes, so ihr denn welchen erfahren durftet, wenn ihr euch jemand gefragt hätte, was ist dein persönlicher Held aus der Bibel, aus dem Alten Testament, hätten wahrscheinlich alle gesagt, oder fast alle, David. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand Esra gesagt hätte. Esra ist aber aus meiner Sicht ein Held, denn er war so etwas wie ein Reformator im Alten Testament. Und er passt deshalb besonders gut, ihr seht, alles aufeinander abgestimmt, in den Oktober, weil wir ja auch bald wieder Reformationstag feiern werden. Das Schöne bei Esra ist übrigens, dass da mal wirklich gilt, Nomen est Omen. Ja? Also der Name ist ein Vorzeichen. Esra bedeutet nämlich Jahwe hilft. Und seine Situation passt genau in unsere Situation. Israel wird bedrängt von innen und außen und gleichzeitig gibt es einige wenige, die auf einen geistlichen Aufbruch hoffen, trotz des schwierigen Drucks von außen. Und bevor ich euch jetzt mitnehme zu unserem unspektakulären Helden, bevor wir den aus der Nähe anschauen und über seine Schulter schauen, möchte ich euch kurz in die Zeit mitnehmen, in die Esra von Gott gestellt worden ist. Wir befinden uns im Jahr ca. 600 vor Christus, beziehungsweise noch ein bisschen später oder früher, je nachdem. Was wichtig ist, circa 600 vor Christus hatte Gott Jerusalem in die Hand der Babylonier gegeben. Das heißt, die Babylonier hatten das Land und auch Jerusalem fast dem Erdboden gleichgemacht. Warum? Gott hatte seinem Volk nach dem Auszug aus Ägypten mehrere hundert Jahre vorher alles gegeben. Er hatte ihnen Freiheit gegeben von der Sklaverei. Er hatte ihnen seine Gebote gegeben für ein gutes Leben. Er hatte ihnen ein wunderbares, fruchtbares Land gegeben. Und er hatte einen Bund mit ihnen geschlossen zur Orientierung, wie sie leben sollten. Und dieser Bund war ganz einfach. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir und euch an meine Gebote halten und euren Nächsten lieben wie euch selbst. Dann wird es euch gut gehen. Und in den kommenden Jahrhunderten hing es sehr stark an den Königen, ob das einigermaßen umgesetzt wurde oder nicht. War der König gottesfürchtig? Keiner der Könige war perfekt, aber einige Könige waren wirklich gezielt darauf aus, das umzusetzen für Volk. Gottesfürchtig, so wie David. Dann ging es dem Volk gut. Gott segnete und schützte sie. Beging das Volk Götzendienst, das heißt, sie beteten andere Götter an als den Gott der Bibel allein, bestrafte Gott sie. Und 600 vor Christus war die Situation dann so schlimm, dass Gott, obwohl er mehrere Propheten schickte, um sie zu warnen, ein deutliches Zeichen setzen musste. Und er musste sie deutlich strafen, weil er die ganze Zeit gesagt hat, Leute, ich versuche euch zurückzuholen, ich warne euch, macht nicht weiter, ich muss euch strafen. Und irgendwann musste er strafen, weil die Israeliten nicht drauf gehört haben. Jerusalem wird von den Babyloniern zerstört. Das Volk wird verschleppt und ins Reich zerstreut. Aber Gott zeigt seine Gnade auf eine unglaubliche Weise. Er schützt nicht nur sein Volk am babylonischen Hof, siehe Daniel, Esther, die Männer im Feuerofen, das sind alles Geschichten aus dieser Zeit, sondern noch mehr. Nach 70 Jahren im Exil wendet Gott das Herz des amtierenden Königs auf die Seite der Israeliten und der König selbst schickt eine Expedition los und versorgt sie. Das führt dann dazu, dass 538 vor Christus unter der Leitung von Zerubabel ein erster Trupp wieder zurückgeht und anfängt, die Stadt und den Tempel aufzubauen. Das finden wir dann in den ersten Kapiteln von Esra. Kapitel 3 sind dann immerhin die Grundfesten des Tempels aufgebaut und in Kapitel 4 wird der Druck und der Neid der Nachbarn, die Feinde sind von Israel und auch nicht an Gott glauben, sondern andere Götter anbeten, so groß, dass sie aufhören. Dann gibt es eine Pause von 16 Jahren
Und dann schickt Gott zwei weitere Bekannte, nämlich Haggai und Zacharia. Und die predigen mit einem solchen Erfolg, dass die Juden den Tempelbau wieder aufnehmen. Was kommt als nächstes? Ihr werdet es erahnen, wieder mal eine Intrige der bösen Nachbarn. Die beschweren sich nach Babylon und sagen, was sie da machen, das geht nicht. Guckt euch das Volk an, die haben immer Stress gemacht. Diese Beschwerde, ja, eine Verwaltungsbeschwerde quasi, das kennen wir ja auch, diese ganzen Fragen der Verwaltung. Diese Beschwerde führt dazu, dass der Fall der Israeliten wieder neu aufgerollt wird von dem neuen König. Und Darius, der ist inzwischen ein König aus den Reihen der Perser. Die Perser hatten quasi die Babylonier übernommen und die ganzen Vasallen und die ganzen Untertanen gleich mit übernommen. Der rollt den Fall wieder neu aus, guckt in seine Archive und sieht dort, den Juden ist versprochen, dass der König sie unterstützen muss bei dem Aufbau des Tempels. Das heißt, die Verwaltungsbeschwerde der Feinde wird zu einem echten Eigentor. Nämlich dadurch kommt es dazu, dass Darius selber den Tempelbau unterstützt. So, und dann sind wir fast schon angekommen dort, wo wir jetzt auf Esra zu sprechen kommen. Jetzt könnt ihr fragen, wenn ihr aktiv mitgehört habt, wo ist denn da die Krise? Sieht doch alles super aus. König unterstützt es, die Feinde haben auf den ersten Blick verloren. Was ist das Problem? Jetzt die Frage an euch. Jetzt darf mal jemand von euch spoilern. Was denkt ihr, welche Krise gab es trotzdem? Ihr könnt auch raten, educated guess. Bitte. Ja, die Mauer war noch nicht da, aber die Leute wurden bedroht. Genau, der Druck der Feinde von außen ließ nicht nach. Und ohne Mauer ist halt blöd, weil die Feinde jederzeit reinkommen können und dich erschlagen. Also es gab diese Drucksituation, genau, ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass der Tempel zwar stand, aber höchst, sagen wir mal, basal, rudimentär. Und das Allerschlimmste war, dass die Juden eigentlich eine Art Herzenskrise hatten. Ja, der Tempel stand, es war Druck von außen, aber einigermaßen Ruhe, trotz, es war nicht angenehm, aber es ging so einigermaßen. Aber es war schon wieder abzusehen, dass die erste Begeisterung verflogen war. Der Tempel stand jetzt da, so in seinen Grundfesten. Und man könnte sagen, nach dem Abfall, ja, sehen wir, dass nach und nach sich wieder so ein gewisser Alltagstrott einschlich und der kam vor allem durch eine Sache, nämlich, dass viele der Juden, die in Jerusalem wohnten, nicht andere Jüdinnen geheiratet hatten, sondern Heidinnen. Das Problem an dieser Sache ist nicht, dass sie Menschen aus einer anderen Ethnie geheiratet haben. Ja, also das ist keine Frage von Rassismus. Die Bibel macht deutlich, alle Menschen sind gleich viel wert, weil sie alle dieselbe Würde von Gott verliehen bekommen haben, weil sie alle im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Was damit gemeint ist Folgendes, das sind Frauen, die andere Götter anbeten. Es gab die Möglichkeit, zum Judentum zu konvertieren, das waren Proselyten, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber so war es ein Problem. Und jetzt wieder Frage an euch, wo wird das Problem mit den Mischehen besonders deutlich in der Geschichte Israels? Da geht es schon los, ja. Ich hätte sonst gedacht, Salomo. Ja, Salomo, der Sohn von David, der mehrere hundert heidnische Frauen hat, da geht die ganze Problematik los und verlässt das Volk Israel eigentlich auch nie. So, und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Gott hat quasi zweimal geschenkt, dass der heidnische König aus Babylon sagt, Leute, baut auf. Und wir haben noch ein bisschen aufgebaut und dann ist es wieder eingeschlafen. Und jetzt sind wir angekommen in Kapitel 7 des Buches Esra und ich bitte euch, das mit mir gemeinsam aufzuschlagen und zu lesen. Ist ein bisschen länger, aber keine Sorge, das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Buches. Wir werden uns hierauf fokussieren und dadurch, glaube ich, einen guten Überblick gewinnen über das gesamte Buch. Nach diesen Ereignissen geschah es unter der Regierung Artasastas, des Königs von Persien, dass Esra, der Sohn Seraias, des Sohnes Asaias, des Sohnes
Hilkias, des Sohnes Shallums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Achitubs, des Sohnes Amaias, des Sohnes Asaias, des Sohnes Merajots, des Sohnes Serachias, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pineas, des Sohnes Eleasa, des Sohnes Aarons, des obersten Priester, dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem. Und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israel, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und Leviten und von den Sängern und Torhütern und Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem hinauf im 7. Jahr des König Artasasta. Und er kam im 5. Monat nach Jerusalem im 7. Jahr des Königs. Denn am 1. Tag des 1. Monats begann der Hinaufzug von Babel. Und am 1. Tag des 5. Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Artasasta dem Priester Esra gab, dem Schriftgelehrten, der gelehrt war in den Worten der Gebote des Herrn und seiner Satzung für Israel. Artasasta, der König der Könige, an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes, des Himmels, ausgefertigt und so weiter. Es ist von mir befohlen worden, dass jeder mit dir ziehen soll, der in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willens ist, nach Jerusalem zu gehen, weil du von dem König und seinen 7 Räten gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen, nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, und um das Silber und das Gold hinzubringen, das der König und seine Räte dem Gott Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, freiwillig gegeben haben. Dazu alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz von Babel bekommen wirst, samt der Gabe, die das Volk und die Priester freiwillig geben für das Haus ihres Gottes in Jerusalem. Deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer, samt den dazugehörenden Speiseopfern und Trankopfern und opfere sie auf dem Altar bei dem Haus eures Gottes in Jerusalem. Und was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Silber und Gold zu tun gut erscheint, das tut nach dem Willen eures Gottes. Und die Geräte, die dir übergeben werden für den Dienst im Haus deines Gottes, die sollst du vollständig abliefern vor Gott in Jerusalem. Und was sonst noch für das Haus deines Gottes notwendig sein wird, was du ausgeben musst, sollst du aus der Schatzkammer des Königs nehmen. Und ich, der König Artasasta, habe allen Schatzmeistern jenseits des Stromes befohlen, dass alles, was Esra, der Priester und Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes der Himmel von euch fordern wird, pünktlich gegeben werden soll. Bis zu 100 Talenten Silber und bis zu 100 Kor Weizen und bis zu 100 Bat Wein und bis zu 100 Bat Öl und unbegrenzt Salz. Alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit großer Sorgfalt ausgeführt werden, damit nicht ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne komme. Ferner sollt ihr wissen, dass ihr nicht berechtigt seid, Steuern, Zoll und Weggeld irgendeinem Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempeldiener und Diener im Haus dieses Gottes aufzuerlegen. Du aber, Esra, setze nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist, alle, welche die Gesetze deines Gottes kennen, und wer sie nicht kennt, den sollt ihr sie lehren. Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht tun wird, über den soll gewissenhaft Gericht gehalten werden, es sei zum Tode oder zur Verbannung, zur Geldbuße oder zum Gefängnis. Wechsel, jetzt spricht nochmal Esra. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen und der mir Gnade zugewandt hat von dem König und seinen Räten und vor allen gewaltigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit hinaufzögen. Warum ist dieses Kapitel 7 so wichtig? Wenn ihr das vorherige gelesen habt, was ihr jetzt natürlich in der Kürze der Zeit wahrscheinlich nicht getan habt, dann werdet ihr sehen, das ist anders geschrieben. Die vorherigen Kapitel sind geschrieben wie ein Bericht unpersönlich. Und hier wechselt das Ganze in einen Bericht aus der Ich-Perspektive. Das heißt, Esra selber fängt an, auf die Bühne zu treten.
Ihr könnt euch das so vorstellen, dass es wie in einem Theaterstück ist. Ja, am Anfang habt ihr irgendwie die Bühnenskizzierung, das ist dann das Kleine in den Klammern, was meistens kursiv geschrieben ist. Ja, dunkler Wald, bla bla bla, Eulen und so weiter. Und dann tritt der Held auf die Bühne mit einem Monolog. Ich, so und so. Und so kann man das hier sich vorstellen. Ja, die anderen Kapitel vorher sind quasi die Regieanweisung, das Setting. Und jetzt kommt der Held auf die Bühne, der nicht ein Held aus sich ist, sondern der eine größere Macht im Hintergrund hat. Und jetzt kommen wir auch schon zum Zentrum des ganzen Buches, zu der entscheidenden Lektion, die auch für uns heute gilt. Und da müsst ihr jetzt genau mitgehen, weil das super ermutigend ist. Was ist das Geheimnis von Esras Erfolg als Reformer? Steht direkt im Text drin. Schaut mal rein. Ich weiß, es ist eine große Textmenge, ja. Aber es steht genau drin. So fasst dich Mut, weil die Hand ist Hemd meines Gottes. Genau. Und das ist wie ein Refrain, der sich durch das ganze Buch hindurchzieht, weil die Hand seines Gottes über ihm war. Das finden wir hier im Kapitel 7, einmal in Vers 6. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Ja? Gnade vom König, weil die Hand seines Gottes über ihm war. Und auch in Vers 9 sehen wir es nochmal. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel und am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Wir erfahren aus späteren Kapiteln, dass diese Reise sehr gefährlich war. Insofern war das schon ein halbes Wunder, dass er die überlebte. Und das Spannende ist also, wir sehen, Esra ist deshalb ein so erfolgreicher Reformer, nicht weil er selber so gut ist, sondern weil Gottes Hand über ihm ist. Und das ist die erste mutmachende Beobachtung, die wir einfach mal festhalten müssen. Esra hatte nicht Erfolg, weil er selber so super war, weil er aus der richtigen Familie kam. Er konnte die richtige Familie vorweisen, ja, seine Abstammung bis auf Zadok und Aaron, also gute hohe Priester. Aber das Entscheidende war, Gottes Hand war über ihm. Und das wird deutlich nicht nur an dem Schutz auf der Reise, sondern auch an den Finanzen und der Unterstützung, die der König ihm gibt. Ohne die wäre das nämlich alles gar nicht möglich gewesen. Und in den Versen 11 bis 26 finden wir ja dann ausführlich den Schutzbrief des Königs. Den werden wir uns heute nicht genauer anschauen. Aber ich habe den deshalb extra mal am Stück gelesen, damit klar wird, was da alles an Substanz drin steckt. Und zwar nicht nur hier materieller Substanz, sondern auch der König stellt sich richtig dahinter. Und um euch aufzuzeigen, wie genial das sein muss, möchte ich euch einmal hinweisen auf die Verse 27 und 28a. Da ist es nämlich so, ja, man hört förmlich, wie Esra sich so halb kneift und sagt, kann das wirklich wahr sein? Er ist total begeistert, sagt, gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen und der mir Gnade zugewandt hat vor dem König und seinen Räten und vor allen gewaltigen Fürsten des Königs. Ich habe mir überlegt, wie kann man das fassen? Und habe ein aktuelles Beispiel nicht gefunden, sondern mir ausgedacht. Es sind ja gerade Koalitionsverhandlungen, also das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist wirklich so. Und was ich mir aber ausgedacht habe, ist, dass die Koalitionsverhandlungen morgen Abend zu einem Ergebnis kommen. Und zwar zu einem überraschenden. Wir brauchen einen großen strategischen Kopf für Deutschland mit solider Erfahrung, einem stetigen Lebenswandel. Dieser Kopf muss Deutschland aus der Krise führen und er hat fähige, realistische Leute im Hintergrund. Kurz, Claudia Roth und die Grünen müssen es richten. Gesagt, getan, alle freuen sich. Claudia gibt die erste Pressekonferenz mit folgenden Worten. Ich freue mich sehr über die Möglichkeiten, die ich jetzt haben kann. Ich freue mich, dass Deutschland endlich auf einem guten Weg nach vorne ist und mit mir sind Sie alle an der richtigen Adresse. Und hiermit verfüge ich Geldzahlungen in Höhe von 300 Millionen Euro an verschiedene Glaubenswerke und Bibelschulen und Gemeinden in Deutschland. Sie haben den Auftrag, die Menschen darüber zu unterrichten, was in der Bibel steht. Ferner sollten wir Kirchen bauen und die alten renovieren. Wir brauchen einen ganzen Apparat an Beamten, Richtern und Verwaltern, die den Gott der Bibel respektieren und dementsprechend unter Beachtung der christlichen Ethik Recht sprechen. Dann wird Deutschland florieren. Genau das passiert hier. Ein heidnischer König und alle seine Ratgeber sagen, macht euch ans Werk, startet eine Reformation. Ist unglaublich, ist ein Wunder. Und wenn ihr heute Abend nichts anderes mitnehmt, dann nehmt das mit.
So etwas ist immer möglich. Und daher kommt in Vers 27, 28 dieser begeisterte Ton. Sagt, gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat. Es kann nur von Gott kommen. Insofern, auch für unsere Koalitionsverhandlungen gibt es Hoffnung. Wie reagiert jetzt Esra darauf? 28b, und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Da ist wieder die Hand des Herrn des Gottes. Und versammelt die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen. Und hier sehen wir Folgendes. Nicht nur, dass Gott allmächtig ist und jederzeit eingreifen kann in die Geschichte, sondern dass es daran gelegen ist, dass er seine Hand über seine Leute hält, dass sie beschützt sind. Und das Schöne ist, ist das nur eine Formulierung aus dem Alten Testament, dass Gott seine Hand über die Leute hält, die zu ihm gehören, oder dass er sie in seiner Hand hält. Nein, natürlich nicht. Matthäus 28, 18, Jesus Christus spricht, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, Christus hat die Macht, alle in der Hand zu halten. Und weiter lesen wir dann, oder an einer anderen Stelle lesen wir, Johannes 10, 27 bis 29, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Das heißt, wir haben heute noch genau den gleichen Gott und dieser Gott verspricht allen, die ihn lieben, wirklich sie in seiner Hand zu halten. Das heißt, wenn du gerade müde und bedrängt bist und wenn du dich manchmal fragst, wo soll das alles hier noch hinführen, dann lass dich ermutigt sein. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du genauso sicher in der Hand desselben Gottes wie Esra. Und deshalb ist das die entscheidende Frage, die hier, wie eigentlich in fast jeder Jugendstunde, auf den Tisch kommen muss. Nämlich, bist du in der Hand dieses Gottes? Wir sehen hier, man ist in der Hand Gottes, wenn man in der Hand Christi ist, wenn man ein Schaf der Herde Christi ist. Wie wird man ein Schaf der Herde Christi? Wie kommt man unter seinen Schutz? Indem man sich vor ihm demütigt, indem man zugibt, ich selber bin schlecht, wie die Israeliten damals, folge ich nicht den Geboten Gottes, sondern ich habe meine eigenen Götzen, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus als damals. Heute sind das vielleicht eher Karriere, Geld, Auto, Materialismus, aber nichtsdestotrotz sind es Götzen. Luther hat mal so schön gesagt, das, womit man morgens aufwacht in den Gedanken und womit man abends ins Bett geht in den Gedanken, das ist mein Gott. Und wir Menschen von uns aus haben alle nicht Gott und seine Ehre im Kopf, sondern wir rebellieren gegen Gott. Und deshalb müssen wir mit Tod und ewiger Trennung von Gott bestraft werden und das ist die Hölle. Aber jetzt kommt der Glaube, der Aber-Glaube. Trotzdem gibt es eine Rettung, nämlich wenn du persönlich glaubst, der Herr Jesus ist damals wirklich ans Kreuz gegangen, real. Er ist real dort gefoltert worden, er ist real nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und er hat dort den Preis für meine Rebellion bezahlt, ja, den Preis für meinen Götzendienst gegen Gott. Die Strafe lag auf ihm, damit ich Frieden habe. Wenn du das sagen kannst und sagen kannst, ich möchte jetzt Jesus nachfolgen, ich möchte die Götzen aus meinem Leben rausbringen und ich brauche die Führung und die Vergebung von Christus jeden Tag, dann kannst du sagen, du bist in der Hand Christi und dadurch bist du in der Hand des gleichen Gottes, wie auch Esra damals war. Das ist ganz wichtig. Das ist die Frage, die auch heute wieder jeder für sich klären muss. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, wie gesagt, ich schaue ja niemanden hinter die Stirn, dann musst du jetzt erst recht weiter zuhören, denn Esra ist ein Vorbild, wie man dahin kommen kann. Also, wir hatten gesehen, Esras Erfolgsgarant war nicht seine eigene Fähigkeit, sondern die Hand des allmächtigen Gottes über ihm. Jetzt die nächste Frage. Warum war die Hand Gottes gerade über ihm? Es gibt ja den guten alten Spruch, den Sein gibt es daher im Schlaf. Den finden wir hier nicht, sondern wir finden eine andere Begründung. Habt ihr die auch schon gefunden? Also der Trick wäre jetzt, Bibelstudium, dahin zu gehen, zu einer Stelle, wo steht, dass die Hand Gottes über ihm war und dann zu gucken, ob es dann quasi eine Konjunktion gibt, die irgendwie anzeigt, dass es einen Grund dafür gibt. Und das finden wir in den Versen 9 und 10, Kapitel 7, Verse 9 und 10. Also nochmal, 9 haben wir ja schon vorgelesen. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel und am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn, Begründung bzw. Folge,
Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Was sehen wir hier also? Esra hat Erfolg, weil Gott seine Hand über ihn hält und Gott begründet das und sagt, warum gerade über Esra? Weil Esra erstens sein Herz darauf gerichtet hatte, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Das Wort, was hier für Gesetz steht, ist Torah. Das kennen wir alle, das sind die Schriften. Und das wird auch interessanterweise vom König selber bestätigt, dass Esra sich wirklich auskannte in den Schriften. Aber er kannte sich nicht einfach so aus in den Schriften, sondern hier steht, dass er sein Herz darauf gerichtet hatte, dieses Gesetz zu erforschen. Und jetzt klingelt es natürlich in euer aller Ohren. Welcher Psalm greift genau das auf? Natürlich Psalm 1. Ja, da gehe ich jetzt mal kurz hin. Dort heißt es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Esra kannte diese Verheißung und er hat sie einfach in die Tat umgesetzt. Die Formulierung ist, finde ich, super einfach und super zu Herzen gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Und die Frage geht an jeden Einzelnen von uns, und ich predige mir da immer zuerst selber, worauf ist dein Herz gerichtet? Herz heißt das Innerste des Empfindens, das Verlangen, das Innerste, was man hat. Und wie gesagt, ich kann zum Glück niemanden hinter die Stirn gucken, aber wenn jemand jetzt hier säße, der diesen Röntgenblick hätte, den gibt es ja zum Glück nicht unter Menschen, den hat nur Gott allein. Ja, Gott, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Was sieht Gott da jetzt gerade? Bist du eine Frau oder ein Mann wie Esra nach Psalm 1? Ist dein Herz darauf gerichtet? Oder bist du in deinem Umgang mit der Bibel vielleicht eher so unterwegs wie einer der Schriftgelehrten aus Johannes 5. Das könnt ihr auch gerne mal mit mir aufschlagen. Johannes 5 finden wir auch Menschen, die sich mit der Bibel auseinandersetzen, die der Herr Jesus selber beschreibt. Johannes 5, die Verse 39 und 40. Da sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, die ihn loswerden wollen, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Meines Erachtens, oder das sagt die Bibel, nicht ich, aber merkt man auch im Bereich der Jugendarbeit immer wieder, es gibt Leute, die setzen sich mit der Bibel wirklich ernsthaft auseinander. Die wollen an die Bibel ran, weil sie wissen, da ist irgendwie was Göttliches. Die Bibel ist nicht einfach nur ein menschliches Buch. Sie ist transzendent, transzendere. Sie übersteigt das menschliche Denken. Aber sie wollen nicht Jesus. Sie wollen nicht ihre Lieblingssünden Jesus unterordnen. Sie wollen nicht sagen, Jesus, ab jetzt bist du der Herr meines Lebens. Und deshalb auch hier wieder die Frage an uns. Also selbst wenn wir christlich sozialisiert sind, wenn wir christlich unterwegs sind, was ist das Verlangen meines Herzens? Ist mein Herz darauf ausgerichtet, Gott in seinem Wort besser kennenzulernen und vor allem nicht einfach nur das als Wissen anzuhäufen, was irgendwie schön ist, weil es diesen transzendenten Zug hat, sondern Christus in seinem Wort zu finden. Jesus sagt in Johannes 5 ganz eindeutig, die Schriften zeugen von mir. Und das ist die gute Nachricht für dich oder wenn jemand online zuhört, der sagt, ich finde das alles schon irgendwie interessant, aber ich habe diesen Dreh noch nicht raus. Also es ist schon besonders mit der Bibel, aber ich weiß nicht, wie das mein Leben verändern soll. Und dann sei dir gesagt, lies nicht einfach nur Bibel, sondern frag nach Jesus. Schau, wie kannst du in der Bibel Jesus finden? Wie kannst du ihn besser verstehen als den Sohn Gottes? Darauf liegt eine Verheißung, die Christus selber gegeben hat. Wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und auch wenn du sagst, Jesus ist der Herr meines Lebens, dann auch das als Ermutigung für dich, wenn du in deine stille Zeit gehst und wenn du die Bibel studierst, versuch nicht einfach nur Wissen anzuhäufen, sondern versuch wirklich, Jesus besser kennenzulernen. Und bitte Gott darum, und wir müssen es genauso machen, ich tue es auch, dass Gott mir dieses Verlangen ins Herz schenkt, nicht einfach Bibel zu kennen, sondern Jesus zu erkennen durch die Bibel.
Und Jesus selber hat versprochen, wie gesagt, dass er sich finden lässt. Es geht weiter in Esra 7, Vers 10. Wir sehen hier, dass Esra nicht nur das Wort Gottes mit seinem ganzen Herzen studiert, danach strebt, es zu erkennen, wie es im Psalm 1 beschrieben wird, sondern, dann sehen wir weiter, er erforscht es nicht nur, sondern und zu tun. Er setzt es um. Ja, Esra bleibt nicht beim Studieren, er geht weiter zum Tun. Und dafür finden wir auch zwei weitere signifikante Beispiele im Verlauf des Buches. In Kapitel 8 sehen wir dann nochmal in den Versen 15 bis 36 eine Art Rückblende, wo die Reise beschrieben wird und wo nochmal beschrieben wird, wie gefährlich diese Reise ist. Und dort sehen wir in den Versen, da könnt ihr gerne auch mit mir jetzt hinschauen, in den Versen 21 bis 23, wie viel Angst die eigentlich hatten vor der Reise und wie unwahrscheinlich es war, menschlich gesehen, dass sie durchkämen. Da beschreibt Esra das. Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava, also wo sie aufbrechen, wo das Sammellager war, ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geeigneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er hörte uns. Das heißt, sie haben das, was sie in der Bibel gefunden haben, auch umgesetzt, auch wenn das hieß, dass sie einem echten Risiko sich ausgesetzt haben. Aber sie haben gesagt, um dem König zu demonstrieren, dass wir uns allein auf Gott verlassen, holen wir uns keine Kavallerie, die uns begleitet, sondern wir gehen so. Und Gott beschützte sie. Und auch da wieder eine ganz praktische Frage, die sich an uns richtet. Sind wir bereit, wenn wir als Zeugen in unserem beruflichen Umfeld, privaten Umfeld für Gott einstehen? Wenn wir sagen, ja, was in der Bibel steht, stimmt. Ja, es klingt nicht besonders zeitgemäß, aber Gottes Wort ist ewig und sagt, Ehe ist die Verbindung zwischen Mann und Frau. Aber ich stehe dazu und ich bin bereit, dafür auch verbale Prügel zu beziehen. Sind wir bereit, auch in unserem Umgang untereinander das anzuwenden, was wir in der Bibel finden, dass wir einer den anderen mehr lieben sollen als uns selbst, dass wir wie Christus uns opfern sollen für den anderen? Das sind schwierige Anforderungen, aber das Studium der Bibel zieht immer darauf ab, dass wir das, was wir studiert haben, dass wir den Christus, den wir erkannt haben in der Bibel, in unserem Leben umsetzen. Und ihr könnt jetzt sagen, und ich sage es auch bei mir, allein dieses Studieren von ganzem Herzen ist schon echt schwierig. Aber dann nochmal das Umsetzen, das ist nochmal eine Spur weiter. Nichtsdestotrotz ist auch hier Esra ein Vorbild für uns, weil an verschiedenen Stellen deutlich wird, dass Gott das ganz eindeutig segnet, dass er es umsetzt. Und wenn ihr euch an den Psalm 1 erinnert, auch dort geht es darum, dass das umgesetzt wird, was vorher studiert wird. Und bei Esra finden wir noch ein anderes, sehr, sehr deutliches Beispiel dafür. Das schauen wir uns jetzt nicht en Detail an, aber in den Kapiteln 9 und 10 wird dann das Problem angegangen, dieser Ehen von Israeliten mit Frauen, die heidnische Götter anbeten. Und man könnte sagen, okay, Esra, du bist auch jetzt gerade angekommen, du hast jetzt das Geld vom König bekommen. Ja, das ist ein so großes Problem, wenn du das jetzt ansprichst, dann bringst du die Leute total gegen dich auf. Ein Großteil des Volkes sagt dann, das war schon immer so und wir haben die Frauen jetzt. Und das führt zu einer Spaltung. Aber was Esra macht ist, er vertraut auf Gott, er demütigt sich vor Gott, er bringt den Fall vor Gott und auch vor das Volk. Und es führt dann dazu, dass am Ende die Leute, die mit fremden Frauen verheiratet waren, von selbst auf Esra zugehen und sagen, du hast recht, wir müssen das vor Gott in Ordnung bringen. Es gibt dann da eine besondere Lösung. Also grundsätzlich macht Gott durch die Bibel hindurch, er hasst die Scheidung. Scheidung ist keine Option. In diesem Fall war es einfach ein Sonderfall, wo Gott dann erlaubte, dass dort Männer und Frauen geschieden werden konnten, weil das in dem Fall das kleinere Übel war als die Strafe durch das mosaische Gesetz. Das ist ein Sonderfall für Theologen. Entscheidend für uns ist aber, und das wollen wir mitnehmen, Esra ging für das Wort Gottes, für die Umsetzung dessen, was er vorher studiert hatte, dorthin, wo es wehtat. Ja, und wo er auch in das Risiko lief, dass die Leute ihn sehr schnell sehr unpopular finden könnten. Naja,
Und wir sahen ja, es gab dauernd Beschwerden nach Babel, ne? Und die waren nicht zimperlich, die Herrscher dort, die haben jemanden über die Klinge springen lassen. Das heißt, wenn Esra irgendwie eine Beschwerde ausgelöst hätte, das hätte sehr gut sein Ende sein können. Aber er setzte das Wort Gottes um. Und damit sind wir dann auch schon, 7 Vers 10, beim dritten Charakterzug, beim dritten Vorbildpotenzial von Esra angekommen, nämlich er studierte das Wort nicht nur aus ganzem Herzen, er versuchte es nicht nur aus ganzem Herzen auch gegen Widerstände umzusetzen, sondern wir sehen hier auch, er lehrte es. Und das Spannende ist, ich habe hier lange gesucht, es werden hier zwei Wörter genannt, Ende von Vers 10, und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Ich habe durch einige Wörterbücher durchgeschaut. Meines Erachtens ist Folgendes die beste Erklärung. Also das eine Wort, das da steht, ist Hok. Das sind sowas wie Statuten, öffentliche Festlegungen Gottes. Ja, also sowas wie Schöpfungsordnung, wie Ehen zu sein haben sollen. Das mosaische Gesetz, das Gesellschaft damals geordnet hat für das Volk Israel. War eine andere Zeit, weil Israel dezidiert eine Theokratie war. Heute ist das natürlich nicht so. Aber ich denke, das ist mit hoch gemeint. Und das andere ist Mishpat. Das ist eher das, so wie ich es zusammengefasst habe aus den Konkordanzen, das richtige Tun, die richtige Haltung im Volk, die richtige Ethik, dass man nicht nur quasi das Kleingedruckte umsetzt, wie es im Gesetz steht, sondern dass man das mit der Haltung tut, um Gott anzubeten. Und das ist ganz wichtig zu sehen, um das zu können, muss man vorher, so wie Esra es vorgemacht hat, das Wort Gottes kennen. Man muss es tun, weil man sonst ein Heuchler ist. Und dann kann man predigen und es an andere weitergeben und versuchen, in die breite Masse hinein, durch sein Vorbild, diese Worte Gottes weiterzugeben. Und das ist was ganz anderes, als akademisches Wissen weiterzugeben. Warum? Wenn euer Professor vor euch tritt und sagt, 2 + 2 = 4, dann ist egal, ob er irgendwelche schlimmen Sachen macht, ja, Steuer hinterzieht oder sonst was, das ändert nicht viel darüber, über das, was er dort lehrt. Das hat erstmal nichts mit seinem Privatleben zu tun. Er kann ja trotzdem ein genialer Mathematikprofessor sein. Und so ist es eben nicht beim Predigen des Wortes Gottes. Und deshalb sind wir als Christen auch mit unserem Zeugnischarakter besonders herausgefordert, dass, und das gilt nicht nur für die Leute, die hier vorne stehen, sondern das gilt für jeden Einzelnen von uns, wenn wir das Wort Gottes weitergeben und ein Zeugnis sind, dass wir darauf achten sollten, dass wir zuerst das Wort Gottes richtig kennen von Herzen, dass wir es selber tun und dann predigen. Dann wird unser Zeugnis umso überzeugender sein. Und das ist ein sehr herausforderndes Vorbild für alle von uns. Ich nehme mich da dezidiert mit rein. Und deshalb meine Frage an uns, an jeden Einzelnen: Sind wir wirklich darauf bedacht, das Wort Gottes genau zu kennen, genau umzusetzen? Und wenn wir predigen, dass das dazu dient, oder das Weitergeben an unsere Arbeitskollegen, dass das dazu dient, dass wir uns auch immer wieder selber überprüfen. Mache ich das, was ich da gerade predige eigentlich? Ist mein Verhalten auf Arbeit dazu angetan, dass es das, was ich weitergebe an meine Kollegen, unterstützt? Oder unterläuft es das eher, weil ich mich selber nicht dran halte? Und ich habe mal ein interessantes Gespräch gehabt mit einem langjährigen Christen, der mahnte in einer Gemeinde bestimmte Probleme an. Ja, und das waren Probleme, wo er meines Erachtens selber nicht mit gutem Beispiel voranging. Und diese Probleme, denke ich, bestanden auch nicht in der Gemeinde. Aber als ich dann darauf antwortete, also ich sehe zum einen das anders als du, ich glaube nicht, dass dieses Problem so existiert, wie du es darstellst. Und zum anderen machst du selbst nichts, um dieses Problem zu beheben. Ja, du bist ein Stück weit durch dein Verhalten vielleicht sogar Teil des Problems. Du kritisierst stattdessen nur, da sagte er: Ich muss das auch nicht selber richtig machen. Es steht ja in der Bibel drin, ich kann es trotzdem kritisieren, ohne dass ich es richtig tue. So, und wenn wir uns Esra anschauen, dann sehen wir hier fehlt ein entscheidender Teil, nämlich die Verbindung zwischen 1 und 3. Er berief sich auf die Bibel, er meinte, ich habe das aus der Bibel rausgenommen. Ich kann es auch kritisieren, also lehren, den anderen Leuten vorhalten, aber ich muss es nicht selber tun. Und dadurch wird die Integrität, also das ganzheitliche Ausleben und Weitergeben der Botschaft natürlich krass untergraben. Und an welcher Stelle finden wir diese Notwendigkeit der Integrität, also dieses Lehren von ganzem Herzen, das Tun von ganzem Herzen
und das vorherige Studieren bzw. die Kenntnis und die Liebe zu Jesus von ganzem Herzen in Verbindung, ja, auch im Neuen Testament. Richtig. Also, vielen Dank. Oder auch bei Titus, wo es um die Qualifikation für Älteste geht. Ja, wenn ihr mit mir, wir haben ja noch die Zeit, wenn ihr da reinschaut, Titus 1, 5 bis 9, da wird es sehr deutlich, dass das miteinander verbunden ist. Zur Schonung meiner Stimme kann das vielleicht mal jemand von euch vorlesen. Oder darum bitte ich. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Wenn jeder statt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann, eine Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also ihr seht, die drei Aspekte tauchen genau wieder auf und miteinander verwoben. Und deshalb ist es auch so wichtig, und das ist eine große Herausforderung, deshalb lasst uns für unsere Ältesten beten. Deshalb ist es so wichtig, dass sie in ihren Familien erstmal ein Zeugnis sind, ein Vorbild. Das ist der Gradmesser, wo man erkennt, ist jemand wirklich dabei, nicht nur zu studieren, sondern das umzusetzen. Und wie gesagt, eine große Herausforderung. Deshalb lasst uns beten für die, die diesen Dienst tun. Und lasst uns gerade als Männer, die wir die Aufgabe haben, unsere Familie auch zu lehren, das als eine Herausforderung nehmen, selber das Wort Gottes zu studieren und es in unserem Familienkontext umzusetzen, weil wir, so wie Esra der Priester war für das Volk Israel, später jeder Mann der Priester seines eigenen Hauses ist. Das Schöne ist, wenn diese drei Punkte zusammenkommen, nicht nur bei Ältesten, sondern auch bei Esra sehen wir das, dann führt das zu einer Vollmacht, die dazu hilft, nicht dass Esra hochgehoben wird, sondern dass das Wort Gottes die Leute erreicht und sie dazu bringt, umzukehren. Das ist höchst erstaunlich. Wenn ihr mit mir noch einmal schaut, in Esra Kapitel 10, die Verse 1 bis 4, da geht es genau um diese Frage, wie löst man jetzt dieses Problem mit den Ehen? Und Esra betet dafür, er demütigt sich vor Gott. Wir finden in 9 ein ganz langes Bußgebet. Also herzliche Empfehlung euch, an euch, das selber mal zu studieren. Während nun Esra so betete, jetzt sind wir wieder in 10, 1 bis 4, und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern und Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und Schechanja, der Sohn Jechiels von den Söhnen Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben. Nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Lass uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten, und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Und dann sagt er zu Esra: Steh auf, denn du musst handeln in dieser Sache. Wir wollen dir beistehen, führe es mutig aus. Das ist krass, dass diejenigen, die Esra durch sein Gebet und durch seine Predigt ermutigt hat, dann zu ihm selber sagen, quasi danke, jetzt geh bitte voran, hilf uns, dieses Problem zu lösen. Und wenn Esra das selber nicht angewendet hätte, was er gepredigt hätte, dann wäre höchstwahrscheinlich gewesen, dass sie gesagt haben, wieso, du hast doch selber drei heidnische Frauen, was willst du uns sagen? Das heißt, seine geistliche Vollmacht für die Predigt kam eben nicht nur daher, dass er das Wort Gottes kannte, bis ins Detail und liebte, sondern dass er es selber umgesetzt hat. Und damit sind wir beim Abschluss angelangt und bei einem weiteren sehr ermutigenden Punkt. Wir sehen, diese drei Punkte sind alle sehr schwer umzusetzen in unserem persönlichen Leben. Und wir müssen immer wieder unter Gebet, so wie Esra das auch macht, Gott bitten, dass er uns diesen Eifer gibt, dieses Verlangen danach, sein Wort besser kennenzulernen, es umzusetzen und es zu lehren. Aber wir sehen hier auch, es liegt ein Versprechen darauf. Esra war nicht ein Mann der großen Worte, er war kein großer Krieger, aber er hat viel mehr an geistlicher Umkehr, menschlich gesprochen, hervorgebracht, als viele von den Richtern, die große Kriegsmänner waren. Und insofern
können wir uns auch manchmal fragen, wie gehen wir um mit unseren persönlichen Krisen? Wie gehen wir um mit den großen Krisen um uns herum, den überpersönlichen, die mehrere Leute gleichzeitig betreffen? Und wir können hier von Esra lernen. Raus aus der Krise, lernen von Esra. Was können wir lernen für persönliche Krisen? Hier steht nirgendwo, dass Gott uns persönliche Krisen dadurch direkt wegnimmt, wenn wir sein Wort mehr studieren. Aber was wir haben, ist die Verheißung aus Psalm 1. Wer das Wort Gottes studiert und es tut, der wird wie ein Baum, der von lebendigem Wasser gespeist ist. Und was er tut, gerät wohl. Das heißt, wie kann ich mit einer persönlichen Krise umgehen? Weniger jammern, mehr studieren und dann versuchen umzusetzen. Ja, versuchen aktiv zu sagen, was lehrt Gottes Wort zu meiner persönlichen Lage? Wie kann ich mein Handeln Gottes Wort anpassen? Und dann auch, wie kann ich das vielleicht weitergeben, was Gott sagt und meine Situation dazu nutzen, auch andere zu ermutigen? Paulus ist ein Paradebeispiel, der immer wieder neu seine Leiden anführt, sagt, Gottes Wort sagt dazu das und das. Ich versuche deshalb, das und das zu tun. Und ihr seht, ich komme durch meine Leiden. Seid ermutigt, die ihr jetzt auch leidet. Er blickt von sich weg zu den anderen hin. Also, wir sehen hier quasi die Esra-Formel, diese drei Größen, die helfen nicht, Krisen aus der Welt zu schaffen, aber sie helfen, mit Gottes Wort das Richtige zu tun in einer Krise und andere zu ermutigen. Wie gehen wir mit persönlichen Krisen um, haben wir gesehen. Das Zweite ist, wie gehen wir mit großen Krisen um? Also mit überpersönlichen, mit gesellschaftlichen Schwierigkeiten. Wir haben am Anfang gesagt, Esra geht in eine Gesellschaft, die sich eigentlich von Gott wegbewegt und nicht unbedingt Gottes Wort hören möchte. Und trotzdem nutzt Gott ihn. Und das Spannende ist, wir sind ja im Oktober, wenn ihr an die Reformation denkt und an Martin Luther, wie fing die Reformation an von Deutschland? Die Reformation von Deutschland fing menschlich betrachtet an, natürlich gab es einige historische Vorläufer, aber fing an mit der persönlichen Reformation von Martin Luther. Martin Luther fand das Geheimnis, dass Christus aus Gnade ihn errettet und gab dieses Geheimnis weiter. Das war sein Antrieb. Bei Esra haben wir genau das Gleiche. Esra selber liebte Gott, studierte sein Wort, handelte danach und predigte. Das heißt, wir dürfen sehen, durch die Kirchengeschichte hindurch, dass große Reformationen anfingen mit kleinen persönlichen Reformationen. R.C. Sproul hat gegen Ende seines Lebens eine Reformation Study Bible herausgegeben, also eine Bibel mit Kommentar. Und er hat gesagt, ich hoffe, dass aus dieser Reformation Study Bible eine Bible Study Reformation wird. Ja? Also, dass aus der Reformationsstudienbibel eine Reformation des Bibelstudiums wird. Und das ist auch eine Hoffnung für unsere Zeit heute. Eine Reformation in Deutschland kann beginnen mit vielen kleinen Reformationen in unserem Leben. Und wie diese persönliche Reformation aussieht, haben wir gerade gesehen. Und wir dürfen dann unser Vertrauen genauso wie Esra darauf setzen, dass wir nicht selber erfolgreich sein müssen und können, sondern die Hand unseres Gottes mit uns ist. Und die Hand unseres Gottes, haben wir gesehen, ist hier mit Esra, weil er eben Gottes Wort studiert von ganzem Herzen, weil er es umsetzt und weil er es weitergibt. Und insofern dürfen wir auch getrost sein in Zeiten von Corona, vielleicht auch in Zeiten wachsender Kälte und wachsenden Drucks. Und ich möchte schließen mit einem persönlichen Erlebnis, was ich letztens hatte, wo mir das irgendwie klar geworden ist, wie vielleicht auch Corona, diese Corona-Krise, nutzen können, um mit unserer Kraft an einer kleinen Reformation mitzuwirken. Ich war in der Stadt, habe ein paar Erledigungen gemacht. Und da schien dann ausnahmsweise mal die Sonne. Und dann saß ich auf einer Bank und neben mir saß ein älterer Herr auch und wir kamen ins Gespräch, naja, und so weiter und so fort. Und irgendwie landet man doch wieder bei dem Thema und die Frage war, wie sollte man damit medizinisch umgehen mit Corona etc. Wir kamen dazu sehr unterschiedlichen Einschätzungen, aber an einem Punkt waren wir uns einig. Egal ob geimpft oder ungeimpft, man kann von den Daten her so oder so an Corona erkranken. Und deshalb kann rein medizinisch betrachtet die Frage der Impfung nicht die sein, die uns Sicherheit bringt. Weil rein von den Daten her man so oder so an Corona erkranken kann. Und dann habe ich gedacht, ich habe gebetet, habe gedacht, wie kommen wir weg von diesem Thema? Das ist ja nicht das Entscheidende, sondern es geht darum, wie hört er nochmal was von Christus? Und ich habe überlegt, gebetet und dann kam mir irgendwie die Idee, dass ich gesagt habe, wir sehen die Impfung so oder so, ob man jetzt dafür ist oder dagegen, sie gibt keine hundertprozentige Sicherheit für die Gesundheit. Was gibt hundertprozentige Sicherheit für die Gesundheit? Nix. Und deshalb können wir Gesundheit nicht medizinisch absichern. Das sollte uns durch Corona, egal wie man dazu steht,
deutlich geworden sein. Entscheidend ist, wir brauchen eine Sicherheit, die nicht medizinisch ist für unser Leben und unser Sterben. Zum Glück saßen wir dann vor der Kirche, konnte ich sagen, wir sitzen ja hier vor der Kirche. Und ich bin überzeugt, die Sicherheit kommt nicht aus der Kirche, sondern sie kommt aus dem Wort Gottes. Und er ging dann sehr dagegen, ja, das hätte noch nie was geholfen und diese Organisationen wären so schlimm. Und ich durfte dann sagen, es geht nicht um Organisation, sondern es geht um Gott und Gott spricht durch sein Wort zu uns. Und vielleicht können wir in diesem Sinne, wie Ezra, eine kleine Reformation in unserem Umfeld auslösen, indem wir wegkommen von der Diskussion über Corona-Maßnahmen, medizinische Maßnahmen, hin dazu, dass wir den Leuten die Frage stellen, was ist deine Sicherheit? Und dann dürfen wir verweisen auf die Hand unseres Gottes, die heute noch mit uns ist, wie damals mit Ezra. Und in diesem Sinne, lasst uns in der aktuellen gesellschaftlichen Krise, Corona-Krise oder auch in persönlichen Krisen das umsetzen und lasst uns Gott darum beten. Und das möchte ich jetzt auch noch mal tun, gemeinsam mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gibst, dass du uns aufzeigst, wie Reformation in unserem eigenen Leben passieren kann und wie es ja auch im größeren Umfeld passiert ist. Wir sehen auch, dass es an deinem Segen gelegen ist und nicht an uns, aber dass du auch immer wieder durch die Kirchengeschichte hindurch, durch die Bibel hindurch einzelne Menschen benutzt hast. Und wir möchten dich bitten, wenn es dein Wille ist, mach uns doch so zu so kleinen Ezras, dass wir das Wort wirklich weitergeben. Du siehst, wie schwierig es ist, dein Wort vom ganzen Herzen zu studieren. Du siehst, wie schwierig es ist, das, was wir erkannt haben, dann auch umzusetzen. Und du siehst auch häufig, wie schwierig es ist, das dann weiterzugeben. Aber wir möchten dich bitten, gib uns doch, dass wir nicht auf uns schauen, sondern auf deine große Hand, der die Mächtigen, die Großen und die Kleinen lenken kann, wie du es möchtest. Mach doch, dass wir darauf schauen und dann ermutigt sind. Und gib doch auch bitte in unserer Zeit hier vor Ort in Hannover und darüber hinaus, dass Leute zu dir kommen. Und wenn es dein Wille ist, benutze uns als Jugend, uns als Gemeinde. Wir sind auf deinen Schutz angewiesen. Amen. Amen. Gut, und dann lasst uns jetzt das nächste Lied singen.